Intervention. Es folgt Herr Pott. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, im Rahmen der Vereinbarung über die Umsetzung des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken hat sich das Land Sachsen-Anhalt gemeinsam mit den Hochschulen in seiner Verpflichtungserklärung auf eine Erhöhung des Anteils des hauptberuflich tätigen, unbefristeten wissenschaftlichen und künstlerischen Personals verständigt. Eines der erklärten Ziele ist dabei die deutliche Verbesserung der Betreuungssituation zwischen Studierenden und Lehrpersonal. Dafür soll laut Vereinbarung 25% der vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel eingesetzt werden. Die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Kollegen Meister aus dem August 2023 zeigt jedoch auf, dass die Zielumsetzung der Hochschulen durchaus stark variiert. Beispielsweise wurden an der MEU seit 2019 insgesamt 48 unbefristete wissenschaftliche Stellen neu eingerichtet, an der OVGU waren es ganze 2 Stellen in diesem Zeitraum. Da scheint ja doch noch ganz schön viel Luft nach oben zu sein und genau darüber sollten wir im Ausschuss mit den Hochschulen auch sprechen. Deshalb nehme ich an der Stelle auch einmal vorweg, dass wir auch vorschlagen, den Antrag in den Wissenschaftsausschuss federführend sowie in den Finanzausschuss mitberatend zu überweisen. Denn neben der bereits angesprochenen Verbesserung der Betreuungssituation soll neben dem Fokus der Hochschulen laut Verpflichtungserklärung auch auf der Steigerung der Lehrqualität liegen. Exzellente Lehre setzt jedoch auch zwingend exzellente Dozentinnen und Dozenten voraus. Und genau diese gilt es zu finden und dann vor allem auch im Wissenschaftssystem zu halten. Das wird bei den aktuellen Bedingungen auf unserem Arbeitsmarkt jedoch nur gelingen, wenn wir den Lehrenden echte und attraktive Karrierechancen bieten, die über die befristeten Qualifikationsstellen hinausgehen. Lassen Sie uns darüber im Ausschuss vertiefend diskutieren, auch mit den Hochschulen, was denn aktuell die größten Hemmnisse sind, dass wir das hinbekommen. Ich freue mich da auf die Diskussion und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.